Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi. Knackig wie immer. Auch ja, ich habe immer noch Schmerzen. Ich habe mich direkt entschieden, die Folge für morgen, also heute, vor eurem Fall ist es heute, jetzt noch mitzumachen. Einfach weil ich so schön knackig bin. Gucken wir mal, ob wir Gorn finden oder Lee oder jemand anderen, den wir mitnehmen können, weil wir brauchen Leute. Da ist Gorn, der Mann des Herzens. Hey, du. Der Fö F Nein, Höschenbefeuchter. Ich Wenn könnte jemand laut den sein Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Ob ich jemals Gorn seinen Geldbeutel stehlen würde? Ne. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Die Engelsmänner verteilen. Ach, die verteilen Dracheneier. Aha. Sein irgendwie das Schiff der Paladine kommt. Oh, das wird. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Meinst du, mir geht es besser? Die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Ja, das könnte, ja. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Läuft doch. Okay. Den könnte ich noch mitnehmen. Diego, Gorn, Lee, Milton. Den könnte ich noch gebrauchen. Ich glaube ja nicht, dass das Olaf? Ich werde mich Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erstmal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Irgendwann musste es hier erfahren. Ist das dein Ernst? Ich hätte das anders gemacht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wer wird mein Captain? Jorgen könnte vielleicht als Captain. Ich hab Jorgen doch gerade schon. Ah. Obwohl, warte. Ja, ich hab ja schon einen Captain. Bennett, vielleicht könnte ich. Hab ich schon einen Schmied? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du?
Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Das habe ich früher auch immer gesagt. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Gut. Das hat er doch vorher gemacht. Sei mein Schmied. Können wir noch gebrauchen? Wolf. Wo ist der Wolf? Wo habe ich nochmal Wolf gelassen? Ich kann das nicht glauben. Wo habe ich Wolf nochmal gelassen? Ich hatte ihn in irgendeinen Hof verscherbelt. Das ist kein Geheimnis. Ich frage an welchen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Und glaube ja nicht, dass das alles ist. Das war genau so, wie du sagst. Das interessiert mich. Ich glaube, da hinten irgendwo habe ich ihn verscherbelt. Glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher. Aber ich glaube, da hinten irgendwo habe ich ihn verscherbelt. Aber ich glaube, ich muss mal eine Liste machen. Ich glaube, ich muss gleich mal echt eine Liste machen mit Personen, die mir noch einfallen könnten, die man mitnehmen könnte. Das fände ich nicht schon alle ab, aber Wolf könnten vielleicht aufgrund der alten Zeiten. Ich muss endlich aufhören, den rechten Arm zu heben, weil ich diesen scheiß Nerv immer weiter reindrücke damit. Au. Ah. Ah, oh, ficken Hölle. Ah, oh, ficken Hölle. Jetzt habe ich den rechten Arm gehoben, weil ich doof war und ich habe den Nerv schon wieder weiter reingedrückt. Ah, oh, ich krieg den noch nie wieder unter Schulterblatt wieder raus. Nie wieder. Aber dieser kleine Nerv, warum ich Nackenschmerzen habe und alles, boah, den habe ich unterm Schulterblatt eingeklemmt, den kriege ich nie wieder raus. No, never. Oh, nein. Oh, jetzt habe ich schon wieder den rechten Arm gehoben. Ach, haben juckt die Nase. Ah, oh, Moment. Ah, oh, ficken alle. So. Oh, ich sag euch, ich krieg die Scheiße nie wieder raus. Nie wieder. Mm-mm. Ich muss mich auch immer selbst kaputt machen. Wolf, wo könnte Wolf sein? Wolf, 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 Wolf? Wolf? Da, da ist er. Angar? Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Glaubst du wirklich? Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich nehme dich mit. Ich werde Korenes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Ich hab mir das schon gedacht. Der arme Kerl. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Cool. Wolf. Hey, du. Kannst du eh nichts tun. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Möglich ist alles. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen. Stimmt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawlerplatten, dann mache ich dir eine. Wie viel willst du dafür haben? Ach, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. Um der alten Zeiten willen. Das ist doch nichts Neues. Brauche ich eigentlich nicht, weil... die Crawler-Platten-Rüstung ist viel schwächer als die ich gerade habe. Extrem. Schwächer. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Okay, wo ist die Rüstung? Scherzkeks. Ich brauche zuerst die Crawler-Platten. Ich wundere mich über gar nichts. Das höre ich zum ersten Mal. Ich kann das nicht mehr. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe gefunden. Vielleicht ein andermal. Der arme Kerl kann einem leid. Das ist eine schlimme Sache. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich kann ihn nicht mitnehmen, weil ich ihn dem Job besorgt habe. Aber ohne den Job hätte ich die Aufgabe hier nicht erfüllen können. Meine Fresse. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ah,
Wisst ihr was, ich mache jetzt wirklich eine Liste, wenn mir noch einfällt, den ich mitnehmen könnte. Moment. Okay. Ich glaube, ich habe soweit alle. Ich habe jetzt eine kleine Liste gemacht, wenn eine Frage kommen könnte. Ja. Was noch abgeglichen und... Ich glaube, es gibt nur noch einen einzigen. Aber wir haben noch keinen vernünftigen Magier an Bord. Ich glaube... Nein. Ja. Batras wäre gut. Also im Gedanken habe ich entweder Saturas oder Batras. Na gut, Saturas ist ja im Eton-Gebiet. Ich glaube, der macht nicht mit, oder? Ne, ich glaube nicht. Ne, ich will fragen, was das. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Ich habe schon zu viel auf meiner Liste. Ich fürchte, ich habe keinen Platz mehr für dich. Dann schaffe Platz. Du wirst mich brauchen. Echt? Moment. Wie? Hä? Also ist meine Mannschaft voll. Habe ich, Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht. Und keine Dunkelheit. Nee, dann. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit... Okay, da muss ich mit Milton klarkommen. Und es gelang ihm nicht. Ich glaube, er will nicht, weil ich Milton schon hab als Magier. Darf ich fast sagen, haben wir alle, ne? Ja, würde ich sagen. Waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so. Aber was mir dabei auffällt, ist auch keine neuen Monster hier, ne? Also ich habe bis jetzt tatsächlich noch keine gesehen. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich bereit bin. Hey, du! Zeig mir deine Ware. Er soll dir lieber den Mund halten. Und es wird noch viel schlimmer. Ich konnte jetzt nicht so viele kaufen, ne? 5, 20, 17. Das reicht nicht. Ich glaube da nicht dran. Erzähl mir nicht sowas. Wirklich? Hauen wir mal ein paar Sachen weg. Das habe ich schon immer gesagt. Er erzählt alles weiter. Hauen Sie mal weg. Das ist ja interessant. Wir müssen jetzt nochmal vergessen. Brauchen wir wirklich vergessen? So viel? Ist das heute verkauft? Okay, nicht wirklich Wichtiges. Naja. Naja, nichts Wichtiges. Sachen, die ich eh nicht nutze. Drachenschuppen bietet mir nichts Gutes an. Aber wie viel brauche ich Drachenschuppen? Eigentlich gar nicht. Aber weg. Ich meine, ich kann mir keine Drachenrüstung bauen. Die auch eh schwächer wäre. Komm weg. Also Drachenrüstung können wir ja nicht bauen. Eh zu schwach. Können wir mal ein paar Schätze verkaufen. Ich habe ja mittlerweile echt gut Schätze gesammelt. Das müsste reichen für ein paar Tränke. Wir müssen ja Tränke haben. Unbedingt. Bist du Trank der Geschwindigkeit?
Bonus für maximal Lebensenergie und ich nehme mit. Was? So viel? Ficken, Leute. Sieht gut aus. Bin jetzt ein bisschen vorbereitet. Ist das wirklich ein Bonus? Also... Tatsache. Okay, ich... Wir probieren es aus. Die einzige Sache, die wir noch machen könnten, einen kurzen Blick in das Addon-Land werfen. Vielleicht ist da was Neues aufgetaucht, um nochmal ein bisschen stärker zu pushen, aber glaube ich eher nicht. Das sieht mir eher schon nach finalen Kapitel aus. Oder? Weiß es nicht. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich mir heute vernünftige Mesh-Coils für meinen Siegfried bestellt habe. Ja, vielleicht haben wir ja immer noch unsere Dampfer-Freunde hier. Ja, einige von euch kennen ja bestimmt hier von Vapefly das Siegfried-Kit. Ein sehr schöner Dampfer. Ich habe natürlich die blaue Limited Edition. Ist ein sehr schönes Ding. Richtig schön. Nur leider habe ich den Fehler gemacht, mir überteuerte Voto-Match-Coils zu kaufen. Das war ein Fehler. Mache ich nie wieder. Die sind scheiße. Ich dachte mal, komm, ne? Einzelstreben könnte geil sein. Nein. Die glühen unregelmäßig. Die sind voll scheiße. Und... Ja, die... Sagen wir es mal so, an denen ist alles schlecht. Vor allem der Preis. Jetzt habe ich mir originale Vapeflies geholt. Die kosten gerade mal 2,90 €. Anstatt 13 €, ne? Also 13 € für 5? Ne, das ist zu überteuert. Ich habe aber den Fehler gemacht aus der Not. Tatsächlich aus der Not heraus. War ein Fehler. Ultimativer Fehler. Mache ich nie wieder. Die Vapefly-Dinger, 10 Stück. Für gerade mal 2 €, ne? Geht fit. Das geht fit. Dann bin ich froh, wenn ich die Scheiße ausgetauscht habe. Muss noch stehen? Adanos möge dich. Ja, deine Mutter. Seht ihr hier irgendwo Gegner? Ich sehe gar keine. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Nö, hier doch keiner. Also sehr ich meinen Siegfried auch mag, ne? Mit diesem Rotofo-Dingern schmeckt es einfach nicht so gut. Aber mein Helheim ist gerade leer und ich habe gerade keinen Bock, den aufzufüllen. Auch Batterietechnik ist leer, Tank ist leer, Batterien sind leer. Nee. Einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht. Aber das Schlimmste an diesen Votofu-Dingern ist eigentlich, die sind zu zerbrechlich. Na, wenn du versuchst, eine weiter reinzulegen, zack, durchgebrochen. Einfach nur schlecht. Das haben bei den original Vapefly Mesh deutlich einfacher ist. Also deutlich einfacher. Da kannst du einfach leicht hochbiegen, fertig. Dann brechen ja auch nicht diese einzelnen Streben durch, weil es ist eine komplette Mesh-Matte. Ja? Was denn? Ach, das ist... Ah! So ein Lensflare der Sonne.
Ich habe mich gerade gewundert, was ist das da links am Bildschirm? Ja, ist nur ein Lensflare. Ja, sieht man hier auch hier diesen God Ray Lensflare. Lensflare. Deutsch. Warum erfahre ich das erst jetzt? So, Leute, können wir los? So, wen muss ich jetzt hier anpissen, um zu sagen, ich will los? Jorgen? Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch, her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Weißt du was, bevor wir hier irgendwas tun, Nadim. Kashi vor dem Ende der Welt, so heißt es der Safe. So, einfach der ultimative Safe, bevor wir irgendwas verkacken. Und glaub mir, ich bin verdammt gut in Verkacken. Das ist aber auch ein Kreuzer, ne? Wie will man den eigentlich steuern? Wo ist denn jetzt die Kapitänskajüte? Ich hab keine Ahnung. Aber ich häng wieder mal fest. Überall häng ich fest. Digga, frag mich mal, wo die Kapitänskajüte ist. Ist das hier? Ne, jetzt hab ich noch drauf gedrückt. Okay, ich soll in die Kajüte und schlafen. Ah, hier könnte sie sein. Oder? Oder? Ah, ja. Ja. Hier sind Dinge. Erzbrochen. Komm, dich gucken wir uns mal an. Steht da irgendwas? Das Gesetz der Insel. Ah, okay. Relativ uninteressant. Ich dachte, ich wollte jetzt schlafen. Wir klauen gerade dort Haken das Schiff unterm Arsch, ne? Willst du nur nochmal erwähnen? Habe ich einen Safe gemacht. Habt ihr gerade den Renderfehler gesehen im Video? Okay, wir sind da. Dafür, dass ich schlafen wollte. Kapitel 6, die Hallen von Iragorg. Das Gefühl, ich habe ja was falsch gemacht. Oh, ich guck mal, ob ich was falsch gemacht habe. Ich hatte die Befürchtung. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bestand Kapitel 5 pur daraus, eine Mannschaft zusammenzustellen, ein Schiff zu klauen und das war's. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch zu schwach für alles. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber ich wollte die Truhe da rein! Da war eine Truhe. Okay, eine Truhe, an die man niemals rankommt und noch nie rankommen wird. Wahrscheinlich waren da Dinge drin, aber danke, Spiel. Das kann ja nicht ewig so weitergehen.
Reden wir mal mit unseren Kumpanen, Milton. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Ich kann es nicht glauben. Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Ja, das habe ich auch gesagt. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Ich glaub nicht, dass ich da. Oh mein Gott, ich sehe gerade, warum ich nochmal den Safe laden muss. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Das. Ich sehe schon wieder eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Sorry. Brauch eine Kiste. Obwohl, weißt du was? Wo ist das Auge Innos? Ich lasse dich einfach hier fallen. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Ja. Einfach nur ja. Das muss ich jetzt ausprobieren. Sorry, das muss jetzt sein. Wenn Milton schon so behindert fragt, ne, muss man es einfach ausprobieren. Deswegen habe ich jetzt einfach das Auge Innos weggeworfen. Und du kommst echt nicht an die Truhe ran, ne? Das ist so belastend. Der Ladetrigger sitzt genau davor. Jetzt bin ich mal gespannt. Kapitel 6. Die Hallen von Isagroch. Isagroch? Wie auch immer man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Das kann ja nicht ewig so wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Davon lasse ich lieber die Finger. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Das hätte er doch besser wissen müssen. Nein. Du bist doch... Was wirst du denn tun, wenn dir hier auf der Insel Drachen begegnen? Hast du denn gar nichts dazugelernt? Sogar einen Alchemietisch haben wir hier, um das dämliche Ding wieder aufladen zu können. Und was machst du? Ich kann nur hoffen, dass uns deine Schlamperei nicht den Kopf kostet. Das höre ich zum ersten Mal. Okay, wahrscheinlich hätten wir den Dialog so nie gehört. Ich habe so einiges gehört. Allein schon dieser Dialog war es wert. Er war es wert. Ich meine, welcher Spieler wirft das Auge Innos weg? Wer? Ich glaube eigentlich gar keiner. Und wenn ich nochmal was ausprobieren will, habe ich ja diesen Safe. Aber ich muss doch irgendwie in diese Truhe rankommen. Ein paar Dietriche werden hilfreich. Nein! Du kommst da nicht ran, egal was du tust. Genau ein Hauch vor der Truhe sitzt dieser Chestträger. Da war nicht alles los, was ich meine. Es gibt doch nur noch mehr. Wie? Was? Es kann ja nicht ewig so weit. Es ehrt. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Meine Meinung kennst du ja schon.
Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Der arme Kerl. Hast du ein bisschen Geld übrig? Ich hab da meine eigenen Tränke. Das hätte er doch besser wissen. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nichts Neues. Okay, er kann meine Magie verbessern und alles. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Das hat er doch vorher gewusst. Kann ihm einen Heiltrank geben? Kennst du ja schon. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Diego, mein Liebling. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Mhm. Genau das habe ich auch gesagt. Munition? Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Ah, Munition. Er kann mich trainieren, ich kann ihm auch wieder einen Heiltrank geben. Bring mir deine Fähigkeiten bei Heiltrank geben, okay. Wie sieht's aus? Ja, recht gespenstisch die Grotte hier. Okay. Hier tummelt sich keiner, gut. Ich hab so einiges. Oh, es ist so räudig mit diesen billig Mesh immer nur sanfte Drücke zu machen, anstatt durchzuziehen zu können. Weil sonst verbrennt. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufhört. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es, behalte das Ding. Ich will es nicht. Ach, danke. Soll ich? Ich soll. Hat sich wenigstens die Frage ganz kurz geklärt, von wegen, hast du ein paar Cent? Oder nach dem Motto, hast du mal eine Mark? Was ist das hier wieder so dunkel? Meine Fresse. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Wie geht's meinem Schiff? Wie geht's meinem Schiff? Mach dir keine Sorgen. Ich hab hier alles im Griff. Okay, ich vertraue dir. Lee ist ein fähiger Kämpfer. Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. Gut, gut, das will ich hören. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal, das muss endlich aufhören. Also wenn ich das Böse bekämpfe, vielleicht wird Spreer so die Rettung in der Not. Alles gut überstanden? Ich denke schon. Brauchst du noch lange für deine Mission hier auf diesem Felsen? Nein. Trainiere mich. Desto schneller sind wir hier wieder weg. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Oh, er ist ja begeistert. Habe ich irgendwas an dem Punkt gerade nicht? Ah. Okay, wir sind jetzt auf dieser Insel. Wo ist Gorn? Gorn, mein Schatz, wo bist du denn? Wo ist mein geliebter Mann? Warte mal. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Das kriegst du und dein Geldbeutel behältst du. Ich kann mich jetzt aber nirgendwo hinlegen, ne?
Oder haben wir noch reguläre Mannschaftsquartiere? Einfach mal um die Dunkelheit zu überschlafen. Oh, hier ist er. Ach, hier war ich doch schon mal. Ja, ja, genau. Hier hätte ich ja alles ausgeräumt gehabt. Eine Tür an der Wand. Hm? Also ein reguläres Bett habt ihr natürlich wieder mal nicht. Ah. Dass die Kamera schon so an die Decke stößt. Hm. Leider ist es dunkel. Ich möchte gerne im Tageslicht angreifen, nicht in der Dunkelheit. Ich möchte ungern einen Gegner nicht sehen und das dann tot. Na? Deswegen stört es mich, dass es gerade dunkel wird. Aber man, es muss doch ein Bett geben. Papa will sich hinlegen, damit unsere Zuschauer auch was zu sehen haben. Außerdem, wo sollen denn die Jungs schlafen? Ja, okay. Hier haben wir unsere Betten. Interessant, die Map. Frag mich, wie groß die Map am Ende ist. Ach, da ist Korn. Was sagen, wo bist du denn? Okay, Leute, aber wie ich gerade sehe, bevor wir uns in den Kampf begeben, bereiten wir schon mal vor. Machen wir uns dann in der nächsten Folge auf. Also vielen Dank fürs Zusehen, fürs Erste. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal, euer Kashi. Lasst mal ein schönes Jahr, komm, ihr aber leck, kennt ihr alles. Zählt auch einen Freund von mir und könnt auch was spenden. Hier, Säcke. Oder mich unterstützen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.